Naja, so würde ich am liebsten sagen, ist das Ganze schon mal sehr schön hier so, ne? Details sind ja schon vorhanden, wenn wir einfach nur sagen, es kommt nicht immer dasselbe, ja? So ein Regal. Wir haben noch Zäune. So. Wir wollen, sag ich mal, langsam ums Essen kümmern, ne? Wir haben langsam bald ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es ums Essen geht. Sollten wir uns langsam auch mal drum kümmern. So, wie sieht das eigentlich da hinten aus? Kann man da jetzt Pflanzen platzieren? Ja, die müsste doch gehen. Hier geht sogar mehr. Jetzt müssen. Ne, zwei. Ah, egal. Naja, hier geht auf jeden Fall. Das sieht nicht allzu gut aus. Und langsam müssen wir uns mal darum kümmern, welches Essen irgendwie zu kommen. So, hier machen wir noch ein Bild hin. Noch Treppen gehabt. Könnte am Ende ja zählen. Vor allem, die stecken da so viele Details drin, da fassen sich bestimmt dann wieder manche Leute wieder vom Kopf und denken sich so WTF. Aber die Magie liegt halt im Detail. Wisst ihr? So, wir haben noch drei Dinger. Machen wir so, so, so. Was man aber machen kann, was ich jetzt nicht überlegt habe. So, dann machen wir auch kurz noch was Bücher. Ich habe jetzt aber gerade nicht überlegt.
Man kann hiermit auch ein Regal rausmachen. Wir brauchen so unfassbar viele Ressourcen hier für so viel Holz. Das ist fast krank. Aber da reinmachen kann ich jetzt nichts, ne? Nee. Oh, wichtig ist nur, dass es nicht zu dunkel wird in einfachen Stellen, aber ich denke, so ist das ganz cool gemacht. So. Denke ich. Ja, so schön. So spawnt hier nichts Böses. So, dann haben wir hier auf jeden Fall eine nicht. Ja, keinen langweiligen Flur auf jeden Fall, ja. Meine Werkbank. So, so, so. Gehst du auch kaputt? Oh, man kriegt die Blöcke nicht wieder, wenn man mit Hand abbaut. Oh. Das wusste ich nicht. Hat man hier. Ja, jetzt kommt da quasi noch der rote Teppich hier durch. Tja, ne? Das ist es dann. Ich überlege gerade nach dekorativen Aspekten, die man hier noch machen kann. Kann ich die nicht hier ran platzieren? Nee. Hm. Das fällt nicht auf. Hier kann sich noch irgendwer hinsetzen, stimmt. Können wir bestimmt mal mit. Treppen! Wo seid ihr immer? Nee.
Ja, so kann man das lassen, denke ich. Haben wir einen ziemlich krassen, teuren Flur. Dann können wir hier noch überall Zimmereinrichtungen machen. Dann ist hier oben dann die nächste Baustelle. Ah, das spawnt schon ein dreckiger Creeper. Triton! Platzieren. Jawohl. Läuft bei uns. Sieht schon schön aus, unsere Welt. So an sich. Was ich mich jetzt gerade aber auch frage, wie wollen wir denn hier jetzt vernünftige Fenster reinbauen? In der Theorie müsste man theoretisch, ja Niklas, jeweils sowas hier machen. Wenn wir gleich ganz häufig noch haben. Hä? Nur in der Theorie müssen wir dann hier so, ne? Da können da auch die Fenster und so rein. Haben wir auch gleich da Holz komplett aufgebraucht wieder mal. Ja, wie mache ich denn das, dass das so hoch geht? So, ne? Yeah.
Und hier kommen wir halt quasi nach oben. In keine Ahnung was für ein Raum. So, dann kümmern wir uns ja in den nächsten Folgen drum. Ah ja, machen wir die ganzen Flure hier fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, tschüss an der Rookie. Bis dann, ey. Adios.